Hell your light. Hell your light. Lang habe ich den Stolorem. Herzlich willkommen, halt Zreck. Bei Final Fantasy 7. Remake-Version. Ah, wir machen da weiter. Machen wir Slash Gop Garden. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Mach mal das. Hier lang. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Wir sind oben. Ja. Hey. Nanu? Ach, egal. Aber so darf's weitergehen. Warte. Er ist aufgewacht. Das war's dann.
Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Muss das wirklich sein? Los geht's. Und weiter. Materia. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Nanu, sieh mal.
Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheucht mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Alle von Hörlern. Okay. Einen Moment noch. Geschafft! Stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Ah, komm. Ah, komm, du weg. Und Schlitz weg. Ah. Ah. Na, nehm die weiter. Na, nehm die weiter.
Hier lang, hier lang! Ja, ich komme. Ja, ich komme, ich komme. Laut, bitte nicht so schnell. Ist gut. Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Oh. Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Die tragen doch gar keine Hemden. Vollgelb. Das ist so eine Art von, eine Kompensation! Ach so, genau! Was für Idioten. Habt ihr mich gehört? Wir sind tot. Mausetot. Fällt bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Okay. Jetzt ist quasi Squaw. Oh, wer seid ihr denn?
Dumme. Das war's dann. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Oh, no, und?
Sorgen. Nee, ich hab nicht Geld nach. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Schlecht. Wolltest du etwa... High five. Weiter geht's. High five. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Ah, mi scuola.
Ja. Spielplatz. Spielplatz. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Ich kenne ihn vielleicht. Zack. Zack. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Voila. Huh? Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang, der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Also dann, willst du los? Ja. Ja. Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett.
Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Hüa! Los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Oh. Jetzt komm! Los, Cloud. Keine Zeit zu verlieren. Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie ist. Sie führt eine beliebte Bar. Cloud, das tut jetzt nichts zur Sache. Du redest doch nicht einfach von Tifa. Genau. Oh je. Da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je, und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Ich hab Weihnachtsfladernloch. Heben das Schnallloch. Da, so nicht dann. Abwarten, Leute. Abwarten, Leute. Danke. Vielen Dank, ja. Ciao.